Halli und hallo und herzlich willkommen. Wir sind mal wieder hier bei Lost Chronicles of Zersura. Ja, und wir sind mit dem Fyodor hier unterwegs und eigentlich auch mit der Jamila. Die hat uns auch geholfen bei der letzten Folge. Die hat hier den Korsaren besiegt im Fechten, obwohl es ihn irgendwie dann gar nicht interessiert hat. Naja, egal. Wir haben ihn überzeugt, dass er uns seine Stimme gibt und wir haben Hafer gefunden. Ja, und das würde mich ja jetzt doch interessieren, ob wir vielleicht mal, ob wir den Hafer der Blaumerle füttern können. Aber hier sitzt ja noch eine Frau. Oder die will die nicht, vielleicht? Aber da war ja auch noch ein Zelt. Stoffe und Kleidung, denke ich mal. So, da können wir nichts. Stück Stoff. Das können wir nehmen. Ein rotes Stoffstück. Ah. Das nehme ich mit. Okay. Ich weiß noch nicht für was, aber wir werden das ist eine schöne Truhe. Reich verziert und bemalt. Sicher aus dem Besitz einer Gräfin oder Fürstin. Stuhl. Irgendwas werden wir schon noch hier machen müssen. Ins Zelt. Vorräte. Na gut. Ins Lager. Ich möchte ja ganz gerne nochmal hier mit der Frau irgendwie reden. Vielleicht können wir ihr Blumen geben. Ah, die will die auch nicht. Stoff will die auch nicht. Das mit dem Futter mischen auch nicht. Das Futter in den Käfig? Ja, so. Jetzt ist der Hafer im Käfig. Das heißt, wir können wahrscheinlich die Blaumerle einfangen. Und mit der Frau hier, naja, Also wir müssen die beiden irgendwie zusammenbringen. Hallo, schöne Frau. Hallo, Milchbart. Können ihn ja mal auf den Typ hier drüben ansprechen. Kann ich dich auf ein Glas Wein einladen? Spar dir lieber das Geld für ein frisches Hemd. Und wenn ich eins hätte? Dann wärst du mir immer noch zu grün hinter den Ohren. Wer bist du denn, huh? Schiffsjunge auf einem stinkenden Fischerboot? Und wenn ich ein angesehener Kapitän wäre, so wie der da? Dann lass dich begraben. Ich stehe nicht auf schmierige Geizhälse. Das wird eine harte Nuss. Traummann. Wie müsste denn der Mann sein, der dir gefällt? Er muss Manieren haben. Wissen, was sich gehört. Und sein Hemd jeden Monat wechseln, stimmt's? Das darf auch jede Woche sein. Und er muss immer an mich denken. Mir Geschenke mitbringen und mich auf Händen tragen. Geld kann also auch nicht schaden. Genau. Der ein oder andere Goldsack im Keller seines Schlosses würde meine Liebe zu ihm bestimmt vertiefen. Wie sieht es mit Saufen und Rauchen aus? Er muss schon was vertragen können, soll ja ein richtiger Mann sein. Aber in Maßen und mit Niveau. Und bitte ohne Pfeifenrauch. Wenn alles danach stinkt, pfui Teufel. Ohne Pfeifenrauch, mit guten Manieren. Gepflegt, Geschenke machen. Was murmelst du da? Ach, ich habe nur gerade festgestellt, wie wunderschön du bist. Na, aus dir kann ja doch noch mal was werden, Kleiner. Okay, wie wär's, wenn wir ihr doch die Blumen mal geben? Oh, Blumen für mich? Die sind ja hübsch. Ein wenig dürr, aber hübsch. Wie komme ich denn dazu? Von Juan. Kapitän Juan hat mich mit einem Sack voller Dukaten losgeschickt, um für dich die seltensten und wertvollsten Blumen ausfindig zu machen, die es auf Malta gibt. Wirklich? Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Fyodor. Oh, kannst du lügen. Ja, wir können ihn natürlich nochmal auf dieses schleimigen Typ reden. Kapitän Juan ist vielleicht manchmal ein bisschen zu stürmisch mit seinen Zuneigungsbekundungen. Er ist wie eine sabbernde Klette mit tausend Armen. Und er überschätzt manchmal seine Wirkung auf Frauen. Angeblich führt er Tagebuch über seine Eroberungen, aber ich habe ihn noch nie mit einer gesehen. Aber eins muss man ihm lassen. Er wechselt jede Woche sein Hemd. Im Gegensatz zu allen anderen Kerlen, die hier herumlungern. Das stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber da hast du recht. So, reden wir nochmal über ihn. Kapitän Juan ist ein Don. Spanischer Adel. Das ist doch was, oder nicht? Den Titel hat er sich erkauft. Dann scheint er ja genug Geld zu haben. Hm.
So habe ich das noch gar nicht betrachtet. So, wir überzeugen Sie noch davon irgendwann. Hast du nicht Lust, Juan ein wenig Gesellschaft zu leisten? Vielleicht verbirgt sich ja hinter seiner schleimigen Schale ein harter Kern. Träum weiter, Kleiner. Hast du nicht Lust, Juan ein wenig Gesellschaft zu leisten? Vielleicht verbirgt sich ja hinter seiner schleimigen Schale ein harter Kern. Träum weiter, Kleiner. Also irgendwas fehlt noch. Bis bald, Signora. Hasta luego, Chico. Ich glaube, wir müssen ihn überzeugen, dass er sein Pfeifendings aufhört da. Wenn wir ihn davon überzeugen könnten, dass er mit der Pfeife aufhört. Hallo, Kapitän. Hola, wie geht's? Rauchen. Die Signora mag Pfeifenraucher nicht. Wirklich? Also ich finde, das kommt ganz stark auf die Pfeife an. Sie sagt, sie verträgt den Rauch nicht. Es wäre wirklich besser, du lässt das Rauchen sein, wenn du was von ihr willst. Ach so. Na gut, wenn es sein muss. Okay, wir haben die Pfeife bekommen. Bist du schon mal mit der Signora ins Gespräch gekommen? Klar, aber sie war nicht sehr gesprächig. Und wie hast du sie angesprochen? Na, auf die übliche Art. Ich habe ihr ein paar Kupfermünzen in den Ausschnitt gesteckt. Das ist die übliche Art. Ganz ehrlich, mit ein paar Kupfermünzen kommst du bei der Frau nicht weiter. Mehr habe ich nicht. Soll ich etwa auf den nächsten Beutezug warten? Das kann noch Monate dauern. Dann führ sie schön zum Essen aus. Wollte ich ja. Aber sie hat mir die Hammelkeule vor die Füße geworfen. Waren angeblich Maden drin. Dir ist schon klar, dass du der Frau irgendetwas bieten musst, wenn du sie haben willst? Ja, aber wie? Sie will ja nicht, dass ich die Hose runterlasse. Dann würde sie schon sehen, was ich zu bieten habe. Mach's gut, Don. Du auch, amigo. Reden wir noch mal mit ihr. Er hat jetzt die Pfeife, er hat jetzt das Pfeifenrauchen. Hallo, schöne Frau. Hallo, Milchbart. Hast du nicht Lust, Juan ein wenig Gesellschaft zu leisten? Vielleicht verbirgt sich ja hinter seiner schleimigen Schale ein harter Kern. Träum weiter, Kleiner. Also irgendwas fehlt uns. Bis bald, uns, Signora. Hasta luego, Chico. Pfeife. Was können wir mit dieser Pfeife noch machen? Die Pfeife von Signor Frauenschreck. Okay, so richtig sind wir noch nicht weitergekommen, aber ein bisschen ja doch. Wir haben ja immerhin schon sie ein bisschen überzeugt mit Blumen und Kram und so. So, vielleicht könnten wir einfach nochmal zum Strand gehen und irgendwie doch versuchen, ob wir die Blaumerle einfangen können. Wenn wir die Blaumerle fangen könnten, dann würden wir ja schon den zweiten Kapitän irgendwie überzeugen. So, ja, jetzt ist der Käfig da drin, aber... Können Sie einfach so nehmen? Er sitzt zu weit oben. Da komme ich nicht ran. Ich muss ihn irgendwie runterlocken. Ja, ich hätte das ja mal mit dem Käfig versucht, aber... Er sitzt zu weit oben. Ich muss ihn irgendwie runterlocken. Irgendwie gerade nicht. Jetzt ist der Hafer im Käfig. Ja. Und frisst die Blaumerle das nicht? Ah, auf den Stein stellen. Okay. Den Käfig auf den Stein stellen, damit die Blaumerle reinfliegt. Der Blaue sitzt da und rührt sich nicht. Dem ist der Hafer zu trocken. Toll. Sieht aus, als wäre es der richtige Vogel. Sehr wählerisch. Das bedeutet, wir müssen noch was anderes da reinmachen irgendwie. Der Hafer ist zu trocken. Naja, wir haben doch auch einen Krug. Wasser. Wir werden irgendwas suchen müssen. Ja, was wir da reinmischen können. Vielleicht können wir nochmal eine Blume nehmen. Wir schenken ein teures Geschenk, aber ein schönes. Noch ein bisschen Kraut dazwischen und fertig ist der Türöffner ins Frauenherz. Vielleicht können wir ja allen Frauen hier einfach so mal Blumen schenken. Alle Frauen, die auf der Insel sind, kriegen mal Blumen von uns. Eieiei, Fjodor. Latrinengefahr. Ja, wahrscheinlich ist da drin aber diese Pfeife. Der will die nicht. Roter Stoff.
Was machen wir denn mit dem roten Stoff zum Henker? Steine? Ich wickle die Steine erst in das Tuch, wenn ich weiß, wozu das gut ist. Ja. Aber irgendwie muss es wahrscheinlich so sein, auch wenn wir noch nicht wissen, wofür das gut ist. Hier können wir nichts machen. Gehen wir mal zum Stützpunkt zurück. Irgendwie fehlt uns noch was. Ich weiß gerade nicht genau was. Wir kommen zwar Stück für Stück voran. Reden wir doch vielleicht nochmal mit der Dirne. Die ist nicht so ganz nach meinem Geschmack. Nee, aber du kannst doch mit ihr nochmal reden einfach. Sie ist nicht so ganz nach meinem Geschmack. Nein, okay. Eine Kochstelle mit Glut. Sehr praktisch. Ihr Blumen geben, die will sie nicht. Die Pfeife will sie auch nicht. Und der Stoff. Nein. Irgendwas mit den Steinen hat es zu tun, auch wenn wir noch nicht wissen, was. Wir können ja mal schauen, ob wir irgendeinen Eintrag haben, der uns weiterhilft. Blaumerle. Dem dicken Lagerverwalter ist ein blauer Vogel entflogen. Da er auch einer der Kapitäne ist, habe ich wohl keine andere Wahl, als ihm seinen Vogel zurückzubringen. Okay, das ist unser Problem. Dass der schleimige Kerl gar nicht so schlecht ist, gibt er mir seine Fürsprache. Hat sich in eine der Dirnen verguckt. Naja, als Dirne würde ich das nicht gerade bezeichnen. Ein goldgieriger Korsarenkapitän. Das haben wir ja geschafft. Tja, das ist ärgerlich, aber wir sind noch nicht wirklich weitergekommen. Die Rauchkrautdose ist auch noch verschollen. Die haben wir noch nicht entdeckt. Dieser Stuhl sieht fast schon wie ein Thron aus. Ob das der Lieblingsplatz von diesem ominösen Leviathan ist? Wer weiß. Säcke. Wir haben ja schon den Hafer in den Käfig getan, aber eine Handvoll mehr oder weniger fällt keinem auf. Wir können die Sachen irgendwie immer doppelt mitnehmen. Blasebalg? Ein Blasebalg zum Feuer anfachen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen hier nachher auch noch kochen. Ins Lager. Gehen wir nochmal hier rein. Wir brauchen irgendwas, ja, was wir unter den Hafer mischen können. Ölfass. Riecht ganz schön ranzig. Dem Vogel wird das hoffentlich egal sein. Ah. Sehr schön. Heißt, wir können das dann mischen, ne? Also mit dem Käfig wahrscheinlich. Dann, ja, ab zum Strand. Eins nach dem anderen. Schritt für Schritt. Jetzt laufen wir zwar ein bisschen viel rum hier. Wir können dann auch zwischendurch nochmal versuchen, mit der Jamila zu sprechen. Und die Rauchkrautdose müssen wir irgendwie noch finden, aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Vogel einfangen. Da muss der Blaufink rein. Ja, mit dem Öl, komm. Ein Steinkrug voll Öl. Kann doch jetzt so schwer nicht sein. Da muss der Blaufink rein. Wieso kann man jetzt hier nicht das Öl da drauf machen? Himmel, wo ist das Problem? Verstehe ich gerade nicht. Haben wir jetzt irgendwas falsch gemacht? Ein Steinkrug voll Öl. Ja, ein Steinkrug voll Öl. Und eine Handvoll Hafer. Kann man das nicht mischen? Scheinbar nicht. Sag bloß, wir brauchen auch noch irgendein Gefäß, um das auch noch zu mischen. Ein Kochtopf. Vielleicht müssen wir das Futter noch kochen. Eine Kochstelle mit Glut. Ah, sag bloß. Nee, ernsthaft jetzt? Na gut. So,
Der Hafer ist in der Pfanne. Okay, muss. Jetzt kommt das Öl in die Pfanne. Und dann den Blasebalg. Ein Blasebalg zum Feuer anfachen. Brauchen wir nicht, oder was? Genau der richtige Leckerbissen für Fettis Liebling. Fettfutter. Sehr schön. Na ja, gut. Also, wenn das jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Ein Weinfass. Scheint noch etwas drin zu sein. Das ist interessant. Vielleicht brauchen wir noch Wein. In der nächsten Zeit. Na los, würfel zu! Nur die Ruhe. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht hier. Ich wollte jetzt noch gar nicht hier rein. Ich habe so den Eindruck, wir könnten mit den Steinen vielleicht irgendwie die Würfel anmalen oder so, aber ich weiß auch noch nicht genau wie. Schwarz machen mit der Pfeife oder irgendwie was. Aber vielleicht mal zuerst wirklich den Vogel einfangen. Sollte ja jetzt eigentlich endlich gehen. Sehr schön, da kommt er. Ha! Flatteralarm! Und er ist drin. Mission Blaurabe erfüllt. Blaurabe. Ja, das Tier heißt irgendwie auch jedes Mal anders. Also auf jeden Fall haben wir den Vogel. Dann können wir jetzt wieder zurück. Und können dem Bescheid sagen. Hier gab es ja nichts hier oben, oder? Korsarenflagge. Die Flagge der Korsaren. Eigentlich ist der Stützpunkt ja geheim. Aber ein bisschen Stolz wollen sie wohl trotzdem zeigen. Oh, nicht wirklich. Okay, dann egal. Wir versuchen das jetzt hier weiter, Stück für Stück. Und wenn die Dirne, vielleicht die Pfeife will, oder die will bestimmt Wein. Mit der Jamila nochmal zu reden? Du, Jamila? Ja? Sag mal, Jamila, kann ich dich mal was fragen? Es geht dabei nicht um mich, mehr um einen Freund, eher Bekannten. Ich kenne ihn eigentlich kaum. Aha. Er hat mich gefragt, wie er es anstellen soll, an eine Frau ranzukommen. Also nicht irgendeine, eine spezielle. Hat er es schon mal mit Ansprechen probiert? Ja, aber das ist nicht so gut gelaufen. Jetzt denkt sie, dass er nur mit ihr ins Bett will. Und? Und was? Na, wenn er nicht mit ihr ins Bett will, was will er dann von ihr? Keine Ahnung. Mit ihr reden vielleicht? Sie kennenlernen? Hört sich doch gut an. Sehr sympathisch, dein Bekannter. Reden ist also gut. Er sollte ihr natürlich auch zuhören. Ja, klar. Und dabei nicht direkt auf die Brüste starren. So wie du jetzt gerade. Was? Hab ich doch gar nicht. Er könnte ihr auch Komplimente machen. Sehr schön. Nicht die üblichen, sondern welche, die er ganz genauso meint und die sie ihm glauben kann. Zum Beispiel, dass er mag, wie sie ihn ansieht, wenn er dumme Fragen stellt. Zum Beispiel. Bis später, Jamila. Pass auf dich auf. Oh Gott. Das gibt ja noch was hier mit dem Fyodor und der Jamila. Na los, würfel zu! Aber nur weiß, die Ruhe. Ich immer wieder ins Zelt hier rein. Ich bin irgendwie jedes Mal verkehrt. Ich brauche doch die andere Richtung. Wir müssen natürlich hier hin. Wie wäre es jetzt, wenn wir nochmal mit ihr reden? Hallo, schöne Frau. Hallo, Milchbart. Hast du nicht Lust, Juan ein wenig Gesellschaft zu leisten? Vielleicht verbirgt sich ja hinter seiner schleimigen Schale ein harter Kern. Träum weiter, Kleiner. Gut, das war's auf jeden Fall noch nicht. Bis bald, Signora. Hasta luego, Chico. Mit ihm erst noch mal reden. Hallo, Kapitän. Hola, wie geht's? Das nächste Mal sprich mit der Signora, bevor du ihr Geld zusteckst. Und was soll ich ihr sagen? Dass du dich freust, ihre Bekanntschaft zu machen, zum Beispiel. Stell sie in den Mittelpunkt. Sag ihr, was dir an ihr gefällt. Vor allem mag ich, wie ihr Hinterteil wackelt, wenn sie läuft.
bleib über der Gürtellinie. Du hast so schöne, dicke... Über der Halskrause besser noch. Lippen. So etwa? Bleib am besten oberhalb der Nase mit deinen Komplimenten. Und finde erst einmal heraus, wie sie heißt. Ach ja, ihren Namen hat sie mir schon mal gesagt. Adelina. Oder Mariella. Nein, so hieß meine Mutter. Mach's gut, Don. Du auch, amigo. Hi, Hilfe. Hallo, schöne Frau. Hallo, Mi. Kapitän Don Juan lässt höflichst anfragen, ob die Signora so gnädig wäre, ihm ein Quäntchen ihrer Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen. Mit dem größten Vergnügen. Oh Gott. Wenn das jetzt mal klappt. Kapitän? Signora... Anna. Signora Anna. Was für ein schöner Name. Viel schöner als der meiner Mutter. Ich wusste gar nicht, dass du so nett bist. Du weißt einiges nicht von mir, Anna. So? Was denn zum Beispiel? Na, zum Beispiel weißt du nichts von meiner großen Begeisterung für deine Nase. Meine Nase? Ja, die ist so schön gebogen. Wirklich? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das geht nicht lange gut. Oh oh, naja gut, sie sitzen immerhin schon mal zusammen. Wir sind Hallo. Schon ein Stückchen weit. Du weiter. Schon wieder. Da hast du deinen Piepmatz zurück. Sag bloß, du hast ihn wirklich gefunden. Mhm. Da guckst du, gell? Tatsächlich. Meine Merle. Wo war sie denn die ganze Zeit? Hat ihre Freiheit genossen. Was ist jetzt mit unserer Abmachung? Du hältst dich doch daran. Ja, ja. Geh zum Leviathan. Das Schauspiel lasse ich mir nicht entgehen. Adios, Zapayo. Wir sehen uns, Estúpido. Wie schön er uns immer Dummkopf nennt. Okay, na gut, aber sollten wir jetzt mit ihm nochmal reden? Unsere Abmachung gilt? Ein bisschen. Ja, du hast meine Stimme, amigo. Aber jetzt stör uns nicht länger. Okay, wir haben auch seine Stimme. Das ist doch jetzt ein gelungener Abschluss für diese Folge. Wir haben aus 5 uns fehlenden Stimmen nur noch 2 gemacht. Wir müssen noch den mit dem Würfelspiel überzeugen und dem seine Tabakdose finden. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht auch noch irgendwie schaffen. So, und bis dahin, bleibt dran, habt viel Spaß auf YouTube. Eure Calugia. Tschüss und bye bye.